Das ist doch aber mein Bison. Hey, was tust du denn da? Ich suche. Ach so, du hast was verloren. Tja, kann ich dir helfen? Nein, ich muss allein suchen. Allein suchen? Aber was denn? Ich such Antworten. Blöder Krieger. Hey, jetzt sag schon, was machst du? Na, ich gehe im Kreis. Aber was hat es denn für einen Sinn, im Kreis zu gehen? Wer weiß, Yakari. Kreise sind für uns Sioux von großer Bedeutung. Was denn für eine Bedeutung? Hast du bemerkt, dass der Kreis sich überall bei unserem Stamm wiederfindet? Sieh nur dort in der Trommel und in den Reifen, die sich drehen. Den Tanz kenne ich. Das ist der Tanz für die Sonne und den Mond. Ganz genau. Ein Reifen für die Sonne, der andere für den Mond. Und die Trommel ist auch kreisrund. Genau wie ein Traumfänger rund ist. Und schau, wir bilden einen Kreis, wenn wir uns zum Rat zusammensetzen. Auch unsere Tipis bilden Kreise. Siehst du? Jeder dieser Kreise stellt ein Tipi dar. Überall Kreise. Das habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Aber was bedeuten sie denn nun? Die Antwort auf deine Frage findet sich im großen Nest. Du musst in die Berge gehen, um es zu finden. Ein großes Nest? Aber wie soll ich das denn in den Bergen finden? Versuch es nur. Und dann berichte mir, was du gesehen hast. Ein großes Nest. Das klingt wirklich rätselhaft. Hey, kleiner Donner! Hallo, Yakari! Hättest du Lust auf einen Ausritt? Los geht's! Ein Adlernest, ein Krähennest, ein Eulennest? Es gibt alle möglichen Vögel. Ach, wenn ich das nur wüsste. Es geht um ein großes Nest. Und zwar dort oben in den Bergen. Mehr hat mir der, der alles weiß, auch nicht gesagt. Immerhin wissen wir etwas. Wenn wir dort sind, können wir ja jemanden fragen. Ein großes Nest? Für wen denn? Für dich? Du bist aber auch wirklich ein komischer Vogel. Und? Was soll in diesem Nest sein? Ein Schatz? Den könnte ich gut gebrauchen. Woher soll ich das wissen? Wir Wapitis bauen keine Nester. Sieh doch mal, da oben auf dem Ast. Ein Nest und ein ziemlich großes. Das könnte es sein, kleiner Donner. Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Oh. Wer stört mich da beim Mittagsschlaf? Ich hab mich geirrt. Tut mir leid. Ach, hau ab. Ich bin auf der Suche nach einem großen Nest. Danke. Was ist passiert? Es war nicht das Richtige. Ich hatte vergessen, dass Stachelschweine auch manchmal auf Bäume klettern. Lass uns schnell weiterreiten. Lieber doch nicht so schnell, mein Rücken. Na, das fängt ja gut an. Den großen Vogel, der dort am Himmel kreist? Das ist großer Adler. Ich erkenne ihn. Er will uns sicher den Weg zeigen.
Yakari, ich wusste, du würdest das Zeichen verstehen. Und ich wusste, dass du uns helfen würdest. Ich weiß immer, wann du mich brauchst. Ich bin dein Totemtier und dein Beschützer. Wir sind auf der Suche nach dem großen Nest. Und ihr habt es gefunden. Das große Nest ist hier, Yakari. Das verstehe ich nicht. Das Nest liegt direkt vor dir. Du musst lernen, mit anderen Augen zu sehen. Mit anderen Augen zu sehen? Was soll denn das heißen, großer Adler? Alles klar? All diese großen weißen Steine, sie scheinen irgendwie in so einer Art Reihe angeordnet zu sein. Ich muss mal auf deinen Rücken steigen, kleiner Donner. Das ist kein Problem. Sehr gut, das ist die richtige Spur. Und, was siehst du? Die weißen Steine bilden einen großen Kreis. Richtig, einen heiligen Kreis, Yakari. Er ist schon sehr alt. Hat ihn der große Geist erschaffen? Nein, die Vorfahren der Siux haben ihn einst angelegt. Er verkündet eine große Weisheit. Aber wo ist denn nun das große Nest? Der heilige Kreis und das große Nest sind ein und dasselbe, Yakari. Ich werde euch mitnehmen auf eine magische Reise. Dann werdet ihr verstehen. Schließt jetzt eure Augen. Das ist das große Nest. Wir haben es gefunden. Wie wunderschön. In meinem Reich habt ihr nichts zu fürchten. Ganz ruhig, kleiner Donner. Großer Adler wird uns schon beschützen. Und was hat es nun mit den Kreisen auf sich? Auf der Erde und im großen Himmelreich bewegt sich alles im Kreis. Schaut! Die Sonne steigt in einem Kreis auf und ab. Ebenso wie der Mond. Und sie sind beide runde Scheiben. Und genau so ist auch das Leben des Menschen der Weg des Kreises, von Kindheit zu Kindheit. Nichts stirbt wirklich, denn das Leben beginnt immer wieder von neuem. Deshalb sind die Tipis der Siux rund, genau wie die Nester der Vögel, denn in ihnen behütet der Stamm seine Kinder. Und weil der Kreis überall ist, bestimmte auch das Leben der Siux. Das war es also, was der, der alles weiß, meinte. Richtig, Yakari. Und damit niemand diese Weisheit vergisst, haben die Vorfahren den heiligen Kreis angelegt. Und darum ist der Kreis auch überall im Lager zu finden. Deine Suche ist nun beendet. Kehre nach Hause zurück und berichte, was du gesehen hast. Bis bald, großer Adler. Danke, dass du uns das Geheimnis des großen Nests erklärt hast. Es ist gut, wieder festen Boden unter den Hufen zu haben. Und habt ihr das große Nest gefunden? Zufrieden aus. Ob er das Nest gefunden hat? Vorhin haben sie uns noch verspottet und jetzt sind sie alle ganz neugierig. Ich find's schön, dass großer Adler dich auch eingeweiht hat. Ich auch, Yakari. Das werde ich nie vergessen. Das hat er sicher getan, weil wir Freunde sind. Die anderen Pferde werden mir nie glauben, was ich erlebt habe. Ein Pony in einem Nest. Da ist schon unser Lager. Halt dich gut fest, Yakari! Oho!
ja, Kari. Komm jetzt endlich. Hey, schlaf nicht ein. Ja, ich komm ja schon. Ausgeschlafen? Wo wollt ihr beiden denn hin, hä? Seltsam früh für euch. Hühner Rabe wartet schon. Er braucht ganz dringend unsere Hilfe beim Mustangfangen. Ach so, da will ich mitkommen. Unmöglich. Was? Das ist zu gefährlich für dich, Regenbogen. Im Wald lauern alle möglichen Gefahren. Ist erst vor kurzem hier gewesen. Wir fangen ihn bestimmt noch vor Sonnenuntergang. Und weißt du, wer ihn zuerst entdecken wird, Yakari? Keiner, wenn ihr zwei weiter so einen Lärm macht. Seine Herde wiedergefunden. Da sind auch Spuren. Die Frage ist nur, in welche Richtung ist der Mustang gelaufen, den wir suchen? Da lang! Da lang! Still! Oh. Ja. Das war knapp. Einholen. So ein Pech. Diesen Mustang hätte der Stamm gut gebrauchen können. Allerdings. Ihr habt noch viel zu lernen, Kinder. Wir teilen uns auf, um besser suchen zu können. Da. Was meint ihr? Welches Tier war das? Das? Absolut klar. Ein Elch. Nein, ein Wapiti. Ja, ganz richtig. Gut beobachtet. Und er ist ganz in unserer Nähe. Und da, überlegt mal. Habt ihr eine Idee? Eine Klapperschlange. Deine Antwort ist auch dieses Mal richtig, Yakari. Und was ist zu tun, wenn man die Fährte einer Klapperschlange entdeckt? Man darf sie nicht so kreuzen und, Man bittet den Geist der Schlange erst um Erlaubnis. Genau. Das wusste ich auch. Nun streitet nicht so herum. Haltet zusammen und ihr werdet beide gute Fährtenleser. Bin ich ja schon. Kleiner Dachs, der große Fährtenleser, wird jetzt ein außergewöhnliches Tier aufstöbern. Ja. Hey, es hieß, wir sind beide gut. Jetzt warte doch mal. Kleiner Dachs! Ihr werdet gut, wenn ihr mal lernt, euch zurückzuhalten. Haha, gleich werden wir sehen, ob er ein guter Fährtenleser ist. Da, ich wette, du hast keine Ahnung, was das war. Ha, das ist doch kinderleicht. Eine Ente. Eine Ente? Ja, da bin ich aber gespannt. Hey, Tausendmäuler, wie geht's guten Tag, dir? Yakari. Was ist passiert? Ich möchte gern mitlachen. Ach, es ist wegen kleiner Dachs. Er hat deine Spuren gesehen und denkt doch jetzt tatsächlich, du wärst eine Ente. Ich? Eine Ente? Der kann sehen wie ein Maulwurf und denken wie ein Regenwurm. Was gibt's denn da zu lachen? Na schön, ist es eben ein Biber. Wer kann denn ahnen, dass so ein Fellknäuel auch Schwimmhäute hat? Ach komm, jetzt sei doch nicht so sauer, kleiner Dachs.
Yakari, sieh dir das an. Was ist denn nun, eine Schlange auf Füßen? Das sieht aus wie ein Hufabdruck von einem Bison. Aber dafür ist er eigentlich viel zu groß. Ja, er ist wirklich riesig. Der größte Bison von der ganzen Welt. Ein Riesenbison. Wenn wir ihn finden, werden wir die berühmtesten Pferdenleser aller Zeiten. Ha, und stell dir nur vor, wenn wir diesen Riesenbison auch noch fangen würden. Zollt den besten Jägern unseres Stammes Respekt. Nicht möglich. Wieso? Was ist denn? Die Spur teilt sich auf. Zwei Bisons? Nein, als hätte sich der Riesenbison in zwei Hälften geteilt. Dann verfolgen wir die Spuren jetzt getrennt, finde ich. Das ist toll. Wenn es zwei sind, kann jeder von uns einen fangen. Und was denkst du, kleiner Donner? Der alles weiß, sagt ja immer, die Natur steckt voller Überraschungen und man kann nie wissen, was es alles gibt. Oh, vielleicht ist das der Bison da. Auch du bist es. Zwecklos. Wir reiten im Kreis. Und es bleibt wieder nur eine Spur übrig, das verstehe ich nicht. Siehst du, jetzt stehen wir wieder vor einem Rätsel. Eine Schlucht, aber der Bison kann doch nicht gesprungen sein. Wieso denn nicht? Wenn es ein Zauberbison ist? Es muss eine andere Erklärung geben. Wir sehen auf der anderen Seite nach. Geht nicht. Er ist unmöglich hier rüber gesprungen. Ja, natürlich, denn er ist auch über die Schlucht geflogen. Ein fliegender Bison. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht, aber ich würde es gern verstehen. Hey, Yakari! Komm mal her! Was hat er denn jetzt schon wieder? Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass er auf einen Baum geklettert ist. Warum nicht? Er ist doch ein Zauberbison. Ja, klar. Und dann ist er auch wieder runtergeklettert. Und die Spur hier ist noch ganz frisch. Er ist in der Nähe. Jetzt stöbern wir ihn auf. Na, folgen wir ihm. Oh. Oh, das gibt's nicht. Der Riesenbison ist hierher gekommen, Yakari. Was? Du meinst, er ist hier in unser Lager gekommen? Das muss jemand gesehen haben. Hier hören die Spuren auf. Dann ist er wieder losgeflogen. Ehrlich, Regenbogen, das glaubst du nie. Ein Riesenabdruck. Viel, viel größer als sonst ein Abdruck. Ein riesiger Bison? Das ist ja wirklich sehr interessant. Wie sah er denn aus? Hoch wie Berge sind seine Schultern. Und außerdem kann er fliegen. Stimmt's, Yakari? Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Ein Riesenbison, der auch noch fliegen kann? Und auch auf Bäume klettert. Wir haben's gesehen. Würdest du das beschwören? Naja, wir haben seinen Schatten gesehen. Gigantisch. Und wir haben ihn gehört. Stimmt's, Yakari? Ein Schnaufen. So ungeheuer wie ein Herbststurm vor den Bergen. Na, und sein Atem. Oh, scheußlich. Unglaublich. Die Prärie bebte von seinem Gewicht. Und wie sahen seine Abdrücke aus? Na, ganz einfach. Eben wie ein Bison, nur größer. Und zwar sahen sie ganz genau so aus. Ein fliegender Bison. Seht doch mal, ich fliege. Da habe ich sie ja schön reingelegt. Die großen Pferdenleser, die keine Spur mitnehmen wollten. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Du hast die Bisonfährte sehr gut nachgeahmt, Regenbogen. Auch ich habe es zunächst nicht gemerkt. Sie hat uns etwas Wichtiges gelehrt. Wir sollten nie übertreiben. Ein Riesenbison, der obendrein noch fliegen kann. Und der auf Bäume klettert. Tyrannosaurus Rex. Blue Stingray.
Let's put some bubbles on the... Shark. Red crab. Some bubbles. Blowfish. Put some bubbles on the octopus. Green turtle. Orca. Red lobster. Octopus.